Schon Gottes Verstörung, man muss ja Prioritäten setzen, ne? Er hat im Game mehreren Menschen das KI-Leben geraubt und macht sich Gedanken über die Ausdrucksweise des Namens der Gesetzeshüter. Ja. Man zieht selber die moralische Grenze, ne? Schatten Gottes. Okay, ja, was sind denn Cantuccini? Dass sie lecker lecker sind? Das wissen wir mittlerweile. Und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto. Nee, Map-Grenze gönnt nicht. Nee. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Nice. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Außerdem geht das. Egal wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Klar, grenzt sich aber sich selber, boah. Geht der runter? Ja, geht der. Sehr gut. Nur nicht die Polizei erwischen lassen. Oh, fährst viel zu schnell. Ach, hier stimmt was nicht. Scheiße, da sind Bullen! Shit. Raser. Ja, bis der umgedreht ist, ist er weg. Verfolgen und verhaften. Bringt ihn her. Oder? Der Typ ist wohl in Chinatown verschwunden. Kommt schon, ja. Wir müssen sicher gehen, dass er direkt hinfahren. Das Auto ist nicht mehr hinter dir. Sehr gut. So was überlebt keiner. Fotos unterwegs, alles klar am Ball. Auch irre, dass wir das geschafft haben. Ja. Irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Oh. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Och, Dammwald, Alter. Oh! Oh! Oh mein Gott. Lecker, lecker. Mettbrötchen. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Hast Morello? Ich weiß es. Hast Morello jetzt down? Ja, Mann. Gut gemacht. Tommy! Oh, den Moin Moin und danke für den Host. Woher kommt die Wut? Sicher. Hau sie ab. Der ist tot, ich glaube auch. Ich glaube auch. Heidelin. Oh, was ist hier, Kamera? Oh, die kannten sich? Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Ah. Tommy mit der Tommy-Gun. Ja, ja, die kannten sich. Ich glaube, das habe ich bei der Beerdigung haben wir das schon so ein bisschen gesehen. Cantuccini sind diese kleinen, super harten Mandelgebäckstückchen. Alles klar. Oder Manden? Okay. Maden. Maden, ah. Wir sind 38 hier schon. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie drei verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die zwei Jüngeren sind Morello und Salieri. Oha. Onyxly, vielen, vielen Dank dafür. Machen wir. Okay, verstehe. Wann war das?
1920? April. Morellos Hochzeit. Salieri war sein Trauzeuge. Wahnsinn, ne? Mhm. Scheiße. Sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie kann... Was ist jetzt schon wieder los? Was ist passiert, Chat? Was ist passiert? Scheiße, was ist passiert? Scheiße, was ist passiert? Warte, ich mach das hier mal weg, ey. Vielleicht hilft das. Scheißendreck, was ist passiert? Also, keine Ahnung, gestern nicht einmal, heute ist das dritte Mal, ne? Ja, aber gut, ist ja nicht so schlimm. Ja, passiert. Ludi, ich weiß nicht. Schlagst du auch. Scheiße, was passiert? Du hast ein E zu viel bei passiert, sag mal, Tool. Aber passiert. Passiert, ja. Cliffhanger. Cliffhanger. Oh, Dammwald, schlimm. Zwei Brötchen und mehr Appetit als vorher. Ja, das ist das Problem. Man darf halt nicht den Fehler machen und nur zwei Mettbrötchen holen, ne? Da muss noch Backup-Mett vorhanden sein. Das, erstmal das Foto, das war nur ein Mettbrötchen, weil es ein Brötchen war. Es waren zwei Hälften. Ja, aber stimmt. Man zählt das als ein Brötchen. Das ist ja noch schlimmer, Dammwald. Ernsthaft? Also drei musste mindestens. So sechs halbe. Alcatraz war's, okay. Okay, es sei dir verziehen. Passiert. Und Sugar Shoggy, moin moin, hi. Ja, Backup-Mett, natürlich. Kann man in der Hosentasche transportieren. So ein Backup-Mett, ja. Ja, großer Anfängerfehler, nur eins Mettbrötchen. Genau das. Sechs ganze mindestens? Nee, die schaffe ich nicht. Die schaffe ich nicht, Alter. Die nee, aber nicht. Dann für Abendbrot. Die abends noch schön weich auch. Es könnte echt passieren, dass mir die Tränen kommen, wenn ich Mettbrötchen esse. Habe ich schon mal drüber nachgedacht. Es könnte sein, dass ich emotional werde. Ja, das wird man halt mal bei Mettbrötchen. Das ist halt lecker. Das ist halt super lecker. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie drei verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Anwalt, Alter. Bist du Anwalt von der Sparkasse oder was? Spinner. Ich fand ihn gut. Oh, nur ein Mettbrötchen. Sparkassenanwalt. Sparwald, ja. Sparwald. Vielleicht waren sie auch nicht sicher. Erkennen Sie jemanden? Ich bereue es ja schon, Chef. Wirklich nicht? Ja. Sind die Ras? Sehr gut. Grüß dich, hi. Der Alte ist Don Pepone, die zwei Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit. Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße. Sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was Sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört, also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen, macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah.
genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er würde und der Don insgeheim planen. Ist die Antwort für den Bruder? Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. Zum Leben und Tod geht so? Ja, schon. Mach ich platt, mach ich alle weg. Ich mach die alle weg, guck. Und Ella, die frisch geduschte Ella, die wohlduftende Ella. Willkommen zurück, hi. Grüß dich, hi. Die mach ich alle weg, guck. Mach ich alle weg. Ja. Plops Place, hallo, hallo. Probleme? Nein, Boss, keine Probleme. Noch was für mich? Nice, dann bald. Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist, wird panisch, hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter, tauchen nicht mehr auf. Pauli ist dein Freund und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Vinny einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Vinny. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Einfach casual-mäßig, ganz locker nebenbei, mal eben einen Mord klar gemacht. Ja, die haben ihm gesagt, mach doch mal eben was. Ne, da weißt du doch hier, ne? Ja, weißt du, ich bin ja gut. Ja, bringst du mal Müll raus, ne? Ja, bring da raus. Ich bin der beste Träger. So bin ich hier. Ich hab mal eben nicht gesehen, ne? Erik, moin, moin. Nee, da ist mir auch storymäßig ein bisschen was dazugekommen. Moin, Jungs. Verändert, habe ich zumindest so gelesen im Chat hier. Hey, Tommy. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hab da was von einem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen, also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Kommt Sniper-Mock hier. Die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen.
Na ja. Pink Fluffy Helge, Tag, ein wunderschön. Oh, nochmal hier, ja. Blobs Place, Mann, danke für 11 Monate. Vielen, vielen Dank für dein Resub. Dankeschön. Und nochmal Mahlzeit, genau. Oh, Junge. Vielen, vielen Dank. Der Schubert. Der Schubert muss kommen. Gutes Ding. Solides Fahrzeug. Schubert ist auch eine Helmmarke für Motorräder, ne? Schubert ist Schurbert, glaube ich. Schubert, also Schubert. Ja, Schubert ist auf jeden Fall, machen Helme und Schutzausrüstung, ja. Mhm. Auch, auch. Ob das jetzt Schubert oder Schubert ist, weiß ich nicht. Nee, ich meine Schubert oder Schurbert. Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht genau. Kann sein, so Larry, ob das die Stimme von Robert De Niro ist. Könnte sein, ja. Mhm. Könnte sein. Helge, grüß dich. Moin. Das heißt Schnurrbart. Schnurrbart, ja. Nicht Schnurrbart, das stimmt allerdings. Da hast du natürlich auch vollkommen recht. Ne? Samson? Samson, ich grüße dich. Samson, Samson PC Games, hallo. Hi, na, Don Bibas. Hi, willkommen. Und der Chief, hi. Ja, im Englischen vielleicht besser, aber ne, auf Deutsch jetzt auch nicht kacke. Sagen wir es einfach so. Ist doch egal. Genau. Hier geht das auf Deutsch. Was juckt mich das, wie es auf Englisch ist? Oh, sehr hell hier. Zum Tunnelausfall. Ja, die Sonne scheint auch. Mhm. Und Oompa Loompa hier. Mit dem Priming 16 Monaten schon. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön, Oompa Loompa. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen weiterhin. Na klar, na klar. Na klar. Genau, Deutsch ist halt zum Lurken geil. Das stimmt auch, ja. Genau. Und es gibt halt auch einige Menschen, die echt nicht so gut Englisch sprechen. Also ich finde, die Synchro ist so gut, dass ich sogar sie privat Deutsch spielen würde. Ja, ich auch. Und nicht Englisch. Ja, ich würde es privat auch Deutsch spielen, ja. Ne? Es gibt halt, wir wissen halt auch, dass es viele Leute gibt, die es nebenbei unseren Stream schauen. Das Deutsch ein bisschen einfacher. Mhm. Immerhin sind wir alle in Deutschland. Ja, nicht alle. Nicht alle, Lu. Wir sind ein deutschsprachiger Kanal. Genau. Es gibt eine Straßenverkehrsordnung hier, soweit ich weiß, klar. Wo in Thailand? Natürlich, natürlich. Ja, irgendwo gibt's die, ja. Das sind aber oftmals, also wie man halt hier ganz viele Menschen fahren sieht, oftmals nur Richtlinien. Empfehlungen. Empfehlungen, ja. Einbahnstraßen sind hier auch nur Empfehlungen. Wir gute Ratschläge. Ja. Komm her. Wie war das? Tonys Mann? Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Man kommt nur durch die Kanalisation rein. Hm. Und dann geradeaus. Okay. Hey, du da unten! Wir bleiben, wo wir sind! Verzieh dich! Ja, ja. Ich bin auch schon auf dem Weg hier. Ja, ja. Okay, das ist schade, Shoto. Aber ist alles Geschmackssache, ne? Hört sich verdammt gut an, Vergifter. Meine Lieblingsbrüder, darf ich euch zwei auch einen Teller voll Nudelgratin anbieten mit goldbraun überbackenen Käse und dazu als Nachtisch gibt es selbstgemachten Blockschokoladenpudding mit Vanille. Nehme ich. Du hattest uns schon bei zwei Teller. Ich habe doch. Ich habe Pudding gehört, da bin ich dabei sofort. Halloween-Emotes? Bestimmt, klar. Mhm, haben wir. Klar. Warte mal, wo war das Symbol denn jetzt hier? Im Endeffekt wird es wahrscheinlich nur einen Weg geben. Nee, wir sollen jemanden mit dem Scharfschützengewehr erledigen, während er die Rede hält. So einen neuen Politiker, der gesagt, der den Gangs in der Stadt den Kampf angesagt hat. Der spinnt ja wohl. Kann ja wohl nicht sein, wa? Ernsthaft. Was muss man direkt im Keim ersticken, sowas? Ekhaft, gegen Kriminalität kämpfen. Also wirklich. Komm in die Galle hoch. Grateng. Lasst ihr uns nicht in Ruhe? Hä, was ist los? Bist du hier der Chef? Wir sind hier zu Hause. Das ist der Don vom Hinterhof übrigens. Warum versteht ihr das nicht? Ja, ihr könnt ja auch hier beide bleiben. Ich will nur mal einen Schuss abgeben. Es ist abgeriegelt. Kein Reinkommen. Kein Reinkommen. Ja, Medikus, du bist ja auch Koch, ne? Das ist natürlich die Auswahl. Ein bisschen größer als im Otto-Normal-Haushalt. Sicherheitsmaßnahmen. Gefängnis von Lost Heaven. Central Island, Lost Heaven. Ablauf beim Betreten und Verlassen. Ab heute, 1. Juni 1921, muss diesen Regeln Folge geleistet werden. Erstens, muss. Ein triftiger Grund für den Besuch muss vorgewiesen werden. Zweitens, stellen Sie sicher, dass sich vor und hinter der Sicherheitstür Wärter befinden. Drittens,
Ziehen Sie den Hebel zum Entsperren und Öffnen. Viertens, stellen Sie sicher, dass die Tür umgehend wieder versperrt wird. Fünftens, Abzeichen wird nicht verliehen. Okay. Klar, Lulu. Montags und mittwochs sind wir von 9 bis 15 Uhr am Stream, so in der Regel. Und dienstags und donnerstags von 12 bis 16 Uhr eurer Zeit. Richtig. Wo ist der Wachturm? Geh durch, ja, willkommen zurück. Zellenblock. Die Tore sind meist zu, wegen der Feds. Danke. Nils auf du, wer? Was so, denn? Sofort erkannt hier. Kufi. Stalingrad Zitat aus dem Ärmel geschüttelt. Ja. Stiefel sind dreckig. Abzeichen wird nicht verliehen. So schnell war es bei denen. Ja, ja, ja. Und die, ich glaube, das war da, wo die in Italien angetreten sind oder was? I don't know. Nö. Auf jeden Fall harter Film. Harter Film. Damals in der Schule geguckt auch. David, wo bist du? Da muss ich hin. Den nächsten Hebel ziehen hier. Ich möchte übrigens von euch, Chat, in Zukunft nur noch der Mann mit dem Speer oder der entschlossene Speer genannt werden. Ach ja, der harte Speer. So ist es. Und ich möchte bitte Herrscher des Hauses genannt werden. Denn mein Vorname, David, bedeutet dies. Bist du's? Der glühende Speer? Nee. Matur, ich habe gestern mal meinen Namen Gerrit gegoogelt und das ist eine Ableitung von Gerhard. Und Gerhard ist Ger für der Speer und hart, hart, entschlossen, zäh. Ja, weil Gerrit eine Kurzform von Gerhard. So ist es aus mit Gerhard. Mit Gerhard. Und Hendrik heißt Herrscher des Hauses. Die schlaffe Gurke? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nee, nee. Was hast du denn vor? Mann, was ist das? Guck mal, natürlich ist er wütend. Der nimmt mal eine Matratze. Was hast du, Penner? Er hat Rückenschmerzen. Die haben ihn wahnsinnig gemacht. Mit Gerhard. Don Mocker spricht. Noch irgendwelche Wünsche, Eure Majestät? Lulu, tun wir gerade. Um deine Frage zu beantworten. Genau. Also ist möglich. Hm. Zack. Mein Name heißt die Kriegerin. Oha. Oh. So schätze ich dich auch ein, Lulu. Hm, das kommt hin, ne? Ja, ja. Ich denke mal, ich muss ja einfach alles mal ein bisschen hier rumziehen. Get out. No. No, 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 no. No, 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 no. Hat er gerade einer mit Scheiß auf dich geworfen? Hab ich nicht gesehen. Dachte, da kam mehr, um ins Haus zu werfen. Nö, nö, ich chill noch. Ah, Gerre. Moin, Gerfried. Der mit dem Speer den Frieden bringt. Ah. Ja, nee, nee. Frieden war bei mir im Namen. Ist Frieden nicht drin? Nee, Gerhard. Muss auch nicht. Muss auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Muss auch nicht. Natürlich, Schattengottes. Mein Name heißt fauler Typ, der immer Stream schaut und sich wenig bewegt. Natürlich. Natürlich. Das könnte mein Name auch heißen. Römischen Krieger Mars geweiht. Was sagt uns das jetzt? Ja, dass du genauso Feuer im Herzen hast, wie dein Name vermuten lässt, Fireheart. Bei mir steht, pass es auf, mein Name bedeutet Geschenk Gottes, Matul. Das bist du auch, Matul. Das bist du auch. Natürlich, natürlich. Matul, das bist du. So, wo ist jetzt der Kollege? Oh, da unten. Oha. Wo ist meine Knifte? Ach Mensch. Ja, super. Ja, schöner Ort auch. Ja. Die Aussicht, ne? Wie dafür gemacht, wa? Alter, ey. Kommt hier so ein Jack Reacher-Moment jetzt oder was? Dammwald bedeutet nix. Braucht der Anwalt des Dammes. So, aber muss ich auf irgendwas warten oder einfach nur wegpusten? Geh mal kurz aus dem Visier, sieht man das bestimmt oben auch. Kann ich nicht. Achso. Oder einfach wegpusten, während er die Rede hält. Wow, wow, wow. Einfach die Knarre runtergeworfen. Was kam der? Oh! Oh. Ich denke, wir schauen uns das an, das neue Call of Duty, ne? Cold War. Sah cool aus, ja. Mist. Wie lange war ich weg?
Schon so ein bisschen. Jennifer bedeutet übersetzt schönes Gesicht. Mehr muss man nicht sagen. Roter, ich dachte, das heißt roter Panzer, Jenny Star. Satan. Nee, roter Panzer. Frechdachs heißt das auch. Sieg des Volkes. Okay, bei Vergifter. Torben hingegen ist die dänische Form des norwegischen Namens Torbjörn. Torbjörn. Aus Thor, dem germanischen Donnergott, nordgermanischen Björn zusammen. Bärhäuptling. Alles klar. Nice. Passt ja auch, Gikos, ne? Ist der gerade da drin wach geworden? Nee, nee, der war da irgendwie... Ich dachte... Oh! Tja. Tja, Tommy. Das war's. Oh, Patko, ja, manchmal ist der Algorithmus so, ne? Was denn? Wenn nicht genug Non-Subs da sind zum Schauen, dann kriegen auch Leute, die hier irgendwann mal da waren oder gefollowt haben oder so. Irgendwie genau. So habe ich da mal so eine Rangliste gesehen. Patko, ja. Ist doch geil. Müsste Snails gewesen sein, oder? Snails hat vorhin reingehauen, ja. Ja, reingehauen. Der reingehauen, Leute, der hat reingehauen. Das war's mit dem Hahnspeer, das denke ich aber auch dann bald, ja. Ja, der Speer ist gebrochen am Wald. Okay, Christopher. Christus im Herzen tragend und Christusträger. Ah, alles klar, Joker. Oha. Gehen wir mal lieber raus. Der Schuss kam von hier oben. Boss meint, er wurde vor Ort für tot erklärt. Ah, da ist er, der Snails. Da ist er da. Patko. Angriff. Oh, Tommy Wing Chun. Oh. Ist er nochmal abgeprallt von der Wand. War ein bisschen doll. Oh, der greift dann offensichtlich sehr weit, Jackson, ja. Ach, Moni gibt's ja auch, okay. Mogyagi, gib's ihm! Ja! Mr. Mogyagi. Was ist los? Was ist mit dem Sensei? Ist ausverkauft gewesen, ein DJ, oder was ist da los? Seht alle fest, die ihr seht! Die Polizei! Es ist die Polizei! Die Polizei ist euer Feind! Ihr kommt wieder, ihr Bastarde! Junge, was ist das hier so marode? Oha! Wo bist du denn? Was machst du denn da? Schöne Treffer übrigens. Schöne Treffer hier. Klares Trefferbild hier. Na, guck doch seine Mitte hervor, hä? Oh, das. Oh, shit. Oh, wow. Den hab ich nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Sifu. Okay. Wenn du willst.